Nach der 0:3 Niederlage gestern Abend ist der FC Bayern München in der Champions League quasi schon ausgeschieden, wenn nicht noch ein Wunder kommen sollte. Und dementsprechend war der Frust bei den Spielern eben auch richtig groß. Und es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Und zwar zwischen zwei Spielern, wo man es jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Denn laut Berichten der Bild kam es zu einer kurzen, lautstarken Diskussion zwischen Sadio Mané und Leroy Sané, wonach dann eben der Senegalese den deutschen Nationalspieler wohl ins Gesicht geschlagen haben soll und ihn dann eben auch an der Lippe traf. Und laut Augenzeugen soll das Ganze sichtbare Spuren im Gesicht von Sané hinterlassen haben. Demnach habe sich Mané zuvor darüber beschwert, wie Sané mit ihm geredet habe. Und das Ganze war dann eben in der Kabine nach dem Spiel und die wurden dann eben getrennt von den anderen Mitspielern von Bayern. Sané sei wohl vor die Kabine geschickt worden und dann hat sich eben die Stimmung beruhigt. Zunächst hat jetzt nur die Bild davon berichtet, was jetzt schon ein bisschen eine fragwürdige Quelle sein könnte, aber nun berichtet auch Sky darüber, also dementsprechend sollte da denke ich schon auf jeden Fall was dran sein, wenn vielleicht auch nicht hundertprozentig genau so wie es beschrieben wurde, aber im Groben und Ganzen denke ich schon, dass das Ganze sich so abgespielt hat. Dazu muss man ja auch mal sagen, Mané ist jetzt öfters negativ aufgefallen in der Presse. Also da gab es ja nach der Nagelsmann-Entlassung schon die Schlagzeile, dass er sich darüber beschwert habe vor der gesammelten Mannschaft, dass er eben nicht so viel Einsatzzeit bekommt unter Nagelsmann. Wobei ich das damals schon ein bisschen fragwürdig fand vom Charakter von Mané, von dem ich ja eher einen anderen Eindruck habe, dass der eher so schüchtern zurückhaltend ist. Nun diese Geschichte. Also entweder er ist wirklich relativ anders und ja relativ aggressiv jetzt auch wegen der Gesamtsituation oder das Ganze ist echt eine komplette Verschwörung gegen ihn und es wird heftig Presse jetzt gegen ihn negativ gemacht, aber gut, ich war nicht dabei, ich kann beides nicht beurteilen. Was jetzt zu dieser Szene noch dazu kommt, die Bild hat auch den Auslöser dazu angegeben und ich habe jetzt die Szene auch nochmal angeschaut. Ich blende euch auch das Bild Material dazu ein. Das Videomaterial kann ich euch halt leider nicht zeigen und wir sehen es eben hier, das war in der 83. Minute, also es stand schon 3:0 und da war es ja auch so eine Phase, da hätte Bayern deutlich noch das ein oder andere Tor mehr kassieren können. Da war es eben Sané, der nach einer Balleroberung von Müller hier den Ball hat. Wir sehen eben, Sadio Mané ist schon im Lauf, geht in die Tiefe. Sané schaut nach oben, sieht, was er macht. Wir gehen ein Bild weiter, Sané spielt den Pass und wir sehen eben auch hier Coman daneben, der sich kurz anbietet und den Ball fordert. Aber Sané spielt ihn eben auf Mané. Und wir gehen nochmal eins weiter und dann ist es eben so, Ake geht dazwischen, weil der Pass halt genau zwischen Coman und Mané kam. Und wir sehen auch links, Sané regt sich da schon richtig darüber auf. Und seitdem kam es dann eben halt wirklich zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Schon auf dem Feld war Sané deutlich davon angepisst, dass eben Mané in dem Fall tief gegangen ist und nicht kurz gekommen ist, wie Sané es wollte. Und das war wohl der Auslöser bzw. die Ursache für den Streit überhaupt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt nur mal die Szene beurteilen, dann ist es einfach ein schlechter Pass von Sané. Der schaut hoch, sieht, dass Mané schon im Lauf ist, will dann trotzdem, dass er ihm entgegenkommt, was halt eigentlich gar keinen Sinn macht, vor allem wenn Coman daneben steht und vor allem kommt der Pass dann eben zwischen Coman und Mané, also das ist auch wirklich kein guter Pass, also da verstehe ich Sané echt nicht in der Szene. Und natürlich, auch wenn Mané ansonsten ein wirklich schlechtes Spiel gemacht hat und Sané wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat, was jetzt nur mal seine individuelle Leistung betrifft, war diese Szene von Sané schlecht und von Mané war es jetzt auf jeden Fall nicht sein Fehler. Dennoch, um jetzt mal wieder vom Sportlichen und von der Ursache wegzukommen, muss man natürlich sagen, der Streit geht gar nicht. Also, wenn das stimmt, was hier berichtet wird, dass Mané eben Sané geschlagen haben
haben soll. Also das geht wirklich gar nicht. Das ist absolut drüber. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Die Frage ist halt, stimmt es? Was hat Sané ansonsten noch gesagt? Und da habe ich halt relativ wenig Einblick. Aber ansonsten, denke ich mal, habe ich euch die Sachlage jetzt recht gut geschildert. Und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu den Ereignissen in den Kommentaren dalassen. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.